sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, gestatten Sie mir zu diesem späten Zeitpunkt der Debatte noch zu zwei Themen Stellung zu nehmen. Das eine, und ganz ehrlich gesagt, habe ich geglaubt, dass wir jetzt nach gut einem Jahr der sozialdemokratischen absoluten Mehrheit uns den Blick sozusagen oder die permanente Argumentation mit dem Rückspiegel sparen könnten. Deshalb habe ich die historischen Fakten gar nicht nochmal aufgezählt. Marc Speicher hat das getan. Seit 11 Jahren tragen Sie Verantwortung im saarländischen Energieministerium in den Ressorts, die dafür verantwortlich sind. Sehr geehrter Herr Bark, ich hätte nicht gedacht, dass die SPD-Fraktion Sie so hart kritisiert, wie das heute passiert ist. Aber Spaß beiseite. Und in der Tat ist es ja so, dass ich in den beiden vorangegangenen Legislaturperioden SPD und CDU, CDU und SPD, Reihenfolge egal, dagegen entschieden haben, ein eigenes Klimaschutzgesetz auf Landesebene hier zu initiieren. Seit ungefähr 2012 gibt es in den Ländern diese Bewegung, ausgehend, glaube ich, von Nordrhein-Westfalen, eigene landesrechtliche Bestimmungen zu fassen. Und in dieser Zeit war häufig das Argument, naja, das bringt ja nichts, weil das ist ja nur Wiederholung, das ist ja nur Symbolpolitik. Und deshalb hat man sich in den vergangenen zwei Legislaturperioden dagegen entschieden, eine eigene landesrechtliche Vorschrift zu machen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was Sie heute hier einbringen, das bestätigt ja fast diese Entscheidung, es nicht zu tun, weil es eben nur Symbolpolitik ist. Und Frau Braun, vieles von dem, was Sie ja rhetorisch hervorragend ausgeführt haben, ist ja, jetzt können Sie mal klatschen, Frau Braun, aber ist ja richtig. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, es reicht halt nicht, in ein Landesgesetz die Überschriften reinzuschreiben und dann den Inhalt nicht zu bringen. Und deshalb sagen wir Ja zu einem Klimaschutzgesetz, aber dann, wenn es eben konkret ist, wenn es messbar ist, wenn es ambitioniert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau das bringen Sie nicht. Deshalb sind Sie eher noch in der Kontinuität der Jahre 2012 und 2017, weil mehr als Symbolpolitik steht in Ihrem Gesetzentwurf leider nicht drin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Einzige, was diesen Gesetzentwurf unterscheidet von dem fast wortgleichen in Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2014, und nochmal, das ist 9 Jahre her, ist die Tatsache, dass Sie eine neue Koordinierungsstelle im Ministerium schaffen. Ich bin mir sicher, die werden wertvolle und sinnvolle Arbeit leisten. Aber wenn die einzige eigene Idee der saarländischen SPD im Saarland ist, den Klimawandel zu bekämpfen, neue Stellen zu schaffen und eine neue Koordinierungsgruppe einzuberufen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist mir bange um den Klimawandel im Saarland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das reicht nicht. Das heißt Danke für nichts. Da hat Fridays for Future absolut recht, meine sehr verehrten Damen. Und deshalb wird dieses Gesetzgebungsverfahren zwei Gelegenheiten bieten. Das eine ist, dass wir uns über konkrete Dinge unterhalten. Wir haben bereits im vergangenen November einiges auf den Tisch gelegt, ich habe es heute auch nochmal vorgetragen, von dem wir hoffen, und vielleicht kriegen wir das ja sogar hin, dass wir uns gemeinsam darauf verständigen, das saarländische Klimaschutzgesetz zu einem echten Klimaschutzgesetz zu machen, das auch was bringt und nicht nur Überschriften setzt und Symbole mit sich bringt. Aber es ist auch die Gelegenheit, die Unterschiede deutlich zu machen, die es zwischen uns gibt. Und sehr geehrter Herr Schmidt, ich bin Ihnen sehr dankbar für das, was Sie soeben zum Thema Windkraft im historisch alten Wald gesagt haben. Denn in der Tat, es gibt einen massiven Unterschied zwischen uns, und das haben wir 2017 in Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass wir nämlich der Auffassung sind, dass Klimaschutz das Ziel verfolgt, die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sicherzustellen. Und das bedeutet für uns vor allem auch, dass wir die Biodiversität in unserer Heimat verteidigen. Das bedeutet für uns vor allem auch Naturschutz. Das bedeutet für uns vor allem auch der Schutz alter Böden, der Vogelschutz in unserem Land. Klimaschutz ist nicht nur Industriepolitik. Das ist falsch verstanden. Klimaschutz muss einhergehen mit Naturschutz, muss einhergehen mit Umweltschutz. Und deshalb war der Schutz des historisch alten Waldes, die Verteidigung der Biodiversität in unserem Land, im Übrigen außerhalb des historischen alten Waldes, hätte sie niemand daran gehindert, durch das Waldgesetz den Windkraftausbau fortzusetzen. Haben Sie doch auch nicht hinbekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für uns ist Klimaschutz Umweltschutz. Und deshalb darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und deshalb werden wir auch weiterhin dafür sorgen und weiterhin dafür kämpfen, dass Umweltschutz, dass Naturschutz nicht ausgespielt wird gegen Klimaschutz. Und deshalb stehen wir zum Schutz unseres Waldes, der übrigens auch einen Beitrag leistet
zur Bekämpfung des Klimawandels. Das ist ein Unterschied zwischen uns beiden. Und deshalb werden wir darauf sehr wohl hinweisen in den kommenden Monaten. Umweltminister, der ehemalige Umweltminister Reinhold Joost, hat an der Stelle eben nicht Umweltschutz gemacht, sondern Industriepolitik betrieben. Das reicht nicht, dafür stehen wir nicht. Das ist ein Unterschied und das wird die Debatte in Zukunft zeigen, meine sehr verehrten Damen und Herren.